Ich meine, ich bin ja auch verwundert. Also erstens sind Otter hoch, scheinen wirklich hochintelligent zu sein. Was tragisch ist, dass ich Menschen kenne, die diese Intelligenz nicht haben. Und Intelligenz. Intelligenz, genau. Und die sind ja auch sehr neugierig, ne? Also, und klauen. Werfen Handys runter. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bei einer dieser Otter-Folgen, hat er mal, also der Otterman, ja. Es geht da um Arti. Vielleicht habt ihr den auch schon mal gesehen. Der hat da komische Dinge mit dem Otter gemacht, die fand ich sehr verstörend, muss ich dazu sagen. Weil der Otter ja kein Schamgefühl hat, hängt der öfters mal, also, ne, seine Hoden ins Bild. Und da hat er da drauf oder da dran gefasst. Das fand ich schon sehr seltsam. Also, ich scheine wohl, was das Thema angeht, noch auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Gut, lass uns nicht abdriften. Wir sind ja ein niveauvolles Let's Play. Niveau. Ah, diese Fettcreme, wo man sich die Hände mit einreiben kann. Toll. Achso, die Taschenlampen meinst du? Wo sind sie denn? Hier, diese Wuselboys, ne? Die Wuselboys sind coming. Ratatatatata. Ja, die haben eine Taschenlampe dabei. Siehst du ja, ne? Ja. Ich gehe halt immer so ein bisschen in die Großansicht. Damit man auch mal was sieht, weißt du? Der Niklas sagt ja nicht, was er macht. Der redet halt Das nicht ist mit gleich wie mir. bei 10 Minuten. Soll ich mal alles löschen? Das fände er bestimmt super. Kannst du gerne versuchen. Was wäre ich für ein Arsch, wenn ich das täte? Im Leben mache ich sowas nicht. Gut, die riecht ein bisschen komisch, diese komische Creme, aber nicht schlecht. Jetzt aus Otterfüßen oder? Die ist aus Otterfüßen, ja. Schön rausgequetscht, so wie sich das gehört. Gibt es nicht eine Copy-Paste-Funktion oder war das eine Mod? Nee, die Funktion gibt es tatsächlich. Aber nicht im Planungstool, sondern die gibt es erst, wenn alles gebaut ist. Dann kannst du Sachen kopieren und wieder einbauen. Das geht hier über Schnellbauen. Klonen nennt sich das. Und da kann man jetzt ganze Gebäudeteile sozusagen mit kopieren. Welche Zahl solltest du dir merken? 80. Waren wir nicht mittlerweile bei 120? Hast du mir nicht gesagt? Ich sollte mir 80 merken. Könnte vielleicht daran liegen, dass du sehr wenig redest. 80, 120 plus 40 sind 160. Also aktuell haben wir 160 Zellen. Ja, die Hälfte haben wir geschafft. Wenn wir an dem Plan noch festhalten. Ich weiß das ja nicht. Auch nicht. Wenn ich versuche gerade hier irgendwie Zellen zu planen. Die kleinsten Zellen. Also die kleinen Luxuszellen. Wie groß sind die? 3x3? Nö, Luxus würde ich die dann nicht mehr nennen, sondern du kannst ja auf 2x6, nee, 2x3, ne, also auf insgesamt 6 Felder, das wäre ja die Standardzelle. Und die kannst du halt, da kannst du ja kaum noch Luxus reinbauen. Und die kannst du ja höchstens noch schlechter machen, indem du da die Schaumstoffmatratze reintust oder so. Meinst du dann die Größe? Rechts unten unter den. Genau, unsere Standardzelle sozusagen. Wobei das jetzt eine Vierer ist, ne? Also das ist jetzt 2x4, wenn ich es richtig sehe. Ne, 2x3. Genau, das ist so die kleinste Zellenart, die überhaupt geht. Alles, was da drunter ist, geht ja schon kaum noch, weil Bett, Klo, Dusche. Ich meine, oder du willst natürlich noch einen Duschraum machen, so, ne? Aber da wissen wir ja, was passiert. Nein.
Also mindestens 6 Kästchen, dann kriegst du plus 1 Raumgröße. Wenn du noch kleiner wirst, aber da wüsste ich nicht, also das wäre hart. Ne, 6, 9 und 16, das sind die drei Größenänderungen, wo es dann noch Pluspunkte gibt. Immer noch Bäume vergessen. Ne? Das ist so ein faules Mitarbeiterpack, du. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm ist das. Jetzt muss ich allerdings mal kritisch fragen, inwiefern unterscheidet sich jetzt dein Plan von meinem, na, Idee? Relativ. Also nicht mehr ganz so arg. Aber immer noch ein bisschen. Was ich allerdings dabei jetzt irgendwie nicht so richtig verstehe, aber das wirst du mir bestimmt erklären können. Wenn das doch zu drei Seiten umwandet ist, ne? Weil es ja Zellen sind. Mhm. Warum lässt du dann so viel Platz? Weil die können ja nicht ins Gebäude werfen, die können nur auf Freiflächen so lang weit werfen. Das verstehe ich nicht. Oder können die auch in Fenster reinwerfen? Naja, zum Beispiel unterhalb, also hier, ist ja dann zum Beispiel nichts. Also bis jetzt noch nichts. Deswegen Freifläche. Zellenblöcke haben sich jetzt irgendwie so ergeben, halt, keine Ahnung. Das sagen viele Architekten. Ich glaube auch bei den Brücken. Ja, das hat sich halt so ergeben. Ich weiß nicht, warum die einfach nur so dasteht. Ich weiß nicht, warum die zusammengebrochen ist. Das hat sich halt so ergeben. Fehlplanung. Nein, nein, nein. Ach, herrlich. Ach, das ist ein Baum. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn da hingekackt? Wie viel waren wir? 140, ne? War deine letzte, war es nicht 160? 460. 180. Merkt ihr, ob es sofort 180. 180, jawohl. War nur ein missglückter Test, habe ich immer gehört. Ja, das ist, wir versuchen, ne? So lange, bis es klappt. Ne? Oder, wie ich ja auch gerne zu sagen pflege, wir haben uns strikt an den Plan gehalten. Der Plan war nur scheiße. Ja. Hoffentlich hat er bei der Planung auch die richtigen Zellen und so eingegeben. Dann kann er nämlich gleich auf Plan vervollständigen klicken und dann wird alles gebaut. Ja, wir wissen beide, dass das nicht funktionieren wird. Wovon ich nachts träume. Ja, bei wie viel waren wir? 180 war der letzte Wert, den du mir genannt hast. Dann sind wir jetzt bei 200. Juhu! Wie viel brauchen wir? Also wir hatten uns so auf 300 verständigt. Also ich habe immer 300 in den Raum geworfen. Du sagtest ja, mit so großen Zahlen kannst du nicht umgehen. Kann ich auch nicht. Ich habe noch Platz, das ist kein Problem. Mach, wie du möchtest. Ich habe ja einen ganz wichtigen Auftrag hier. Hoffentlich sammeln die das Holz bald mal ein. Warum ist hier eigentlich, warum liegt hier Holz rum? Gut, die Frage ergibt sich irgendwie. Und wo kommt dieser Hocker hierher? Den Hocker habe ich vorhin mal gebaut, weil ich was austesten wollte. Ach so. Darfst ihn aber abreißen. Ist schon passiert. Bei wie viel waren wir? 200, ne? 200 war der letzte Wert, den du so in den Raum geschleudert hattest, ja. Okay.
220, 240, 260, 280, 300. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Holzscheite. Wir haben gleich kein Holz mehr. Das wird super. Naja, gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Da können wir auch noch abreißen. Hier unten waren wir noch gar nicht, ne, mit dem Holzabriss. Ja gut, das macht dir bestimmt nichts aus, wenn es halt keine geraden Zahlen werden, oder? Ne, macht dir nichts aus, gut. Das ist ja dein Gefängnis, du musst ja damit leben. Wenn du heute Nacht gut schlafen kannst, weil du eine ungerade Anzahl von Zellen hast. Ja, wir waren ja heute auf jeden Fall eh nicht fertig. Bitte was? Ich dachte, du bist jetzt hier gleich bauen und fertig. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dir den Wurf so da lassen kann. Ist ja dein Gefängnis, ich habe da nichts mit zu tun. Wenn die dann alle flüchten, dann ist das deine Schuld. Damit kann ich leben. Das weiß ich. Du bist ja eh so ein freiheitsliebender Mensch und sagst, Strafe darf nicht sein. Eben. Jeder ist sich selbst der Nächste. Eben. Ich frage mich, wer das dann am Ende alles baut. Ja, sag mal, das Soundkonzept da oben, ne? Mhm. Bleibt das so? Dürfte ich da eventuell schon mal Hand anlegen? Du darfst Hand anlegen an was und an wen du willst, also. Aber ja, das Soundkonzept, das bleibt so. Das hat sich ja bis jetzt immer gewährt. Gewährt vor allem, ja, ja. Möchtest du eigentlich. Ja, ja. Weil jetzt haben wir ja eine andere Ausgangssituation. Sollen wir jetzt mal die Umfassungsmauer nach innen machen und nur noch Zaun nach außen? Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber von mir aus. Boah, keine Ahnung. Ich meine, wenn du die Umfassungsmauer nach innen machst, dann bringen dir deine Geschütztürme da außen nichts mehr. Warum? Ich glaube nicht, dass die über die Umfassungsmauer schießen. Ich meine, die schießen so oder so nicht, aber. Ja, eben. Ja, die Frage ist ja auch, wollen wir das mal nutzen, was da gesagt wurde, dass wenn du hier sozusagen einen Pseudo-Ausweg lässt, dass die dann tatsächlich nur noch bis zum ersten Kästchen graben, wo sie theoretisch frei sind und dann hier raus versuchen zu laufen, wo sie dann hier hoffentlich abgeschossen werden. Ich weiß nicht. Ja, mal anders gefragt. Deine Wachtürme machen eh keinen Sinn. Ja, soll ich sie wegmachen? Ist ja dein Gefängnis, mir ist das egal. Ne, ich sag nur, du hast dir keinen Sinn machen, weil bis die Wachen von ihrem Personalraum dahin gelaufen sind, sind die eh wieder müde. Außer du baust halt an jedem Turm einen Personalraum hin. Oder in der Nähe eines Turmes. Weißt du, wie ich mein? Ja, wenn du das so planst, ist ja deine Planung. Bis jetzt haben sie eh nicht geschossen. Ja, sag mir, wie du es haben möchtest. Weil du hast ja genug Fläche, wo du noch ein Häuschen hinbauen kannst für Hunde und Personal. Das passt hier ja ohne weiteres noch so als Einzelgebäude rein. Das geht. Aber wie du es haben möchtest. Wenn du sagst, ich soll ihn abreißen, dann plane ich um. Ja, reiß ab. Alles klar. Also soll er dann auch so um die Ecke gehen, ja? Also, dann wärst du mit dem. Ja, genau. Ja, wo möchtest du denn dann deine Umfassungsmauer haben? Dann doch außen? Wie viel haben wir gesagt? 200, ne?
Das letzte, was du mir gesagt hast, waren, glaube ich, 200, ja. Das letzte war 240. Was macht denn niemand Sinn?